Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Weisheit von Agamagan. Die ist zu erledigen bei Quetschzahn im Brachland an dieser Position. Vorquest ist Blutsplitter von Agamagan und wie ihr seht, diese Quest kann man nicht annehmen. Die darf man einfach abgeben, sofern man 4 Blutsplitter dabei hat und dadurch bekommt man einen Buff. Ich zeige euch nun, wo man diese Blutsplitter findet und wir sehen uns gleich in diesem Gebiet. Bis gleich! Ich bin hier schon in dem Gebiet, wo diese Blutsplitter droppen können. Diese gibt's von den Borstennacken-Mobs, da gibt es verschiedene, Jäger, Wassersucher, Donnerwirker und soweit ich weiß auch Geomanten. Und all diese Mobs können diese Blutsplitter droppen, auch wenn ihr keine Quest im Questlog habt, die Blutsplitter benötigen. Es sind also keine speziellen Quest-Items. Ich werde euch zeigen, wie ein paar droppen. Diese können hier im ganzen Gebiet droppen. Bis jetzt hatte ich noch kein Glück. Also meistens überall, wo so Wurzeln sind. Also das sind noch solche Mobs da hinten. Und hier an der ganzen Bergkette entlang. Jetzt habe ich gerade totales Pech. Vorhin bei der Vorquest habe ich einen Mob getötet und er hatte gleich 2 Blutsplitter dabei. Und zwar so ein niedrigstufiger mit Stufe 16 war der. Nun laufe ich ein bisschen weiter, damit ihr auch ein bisschen mehr vom Gebiet seht. Ich weiß ja nicht, ob es euch interessiert oder nicht. Falls nicht, dürft ihr gerne vorspulen. Auch kein Blutsplitter. Hier sind überall Jäger, Jäger. Wollte euch aber auch noch andere Mobs zeigen. Hier haben wir Donnerwirker. Und ab da vorne, bei diesen Wurzeln, gibt es auch Geomanten. Solltet ihr die suchen. Aber im Prinzip ist es egal, welche Mobs von diesen Borstennacken man tötet. Alle können diese Blutsplitter dabei haben. Da ist einer. Es können bis zu 2 Stück in einem Mob sein, soweit mir bekannt. Und ich werde nun weiter sammeln, bis ich ein paar zusammen habe, für die ganzen Quests, die man nicht annehmen kann, sondern einfach bei Quetschzahn zu beenden sind, sofern man diese Blutsplitter im Inventar hat. Bis gleich bei Quetschzahn. Da bin ich auch schon zurück, hab einige Blutsplitter gesammelt und wie ihr seht habe ich schon andere Quests gemacht bei diesem Quetschzahn, unter anderem Beweglichkeit von Agamagan und Stärke von Agamagan. Mal schauen, ob nun es einen zusätzlichen Buff gibt. Mache also in dem Video, was ich nicht in vielen mache, und zwar Quest beenden. Das mache ich jetzt. Und ja, man bekommt einen zusätzlichen Buff, Intelligenz um 10 erhöht. Okay. Hoffe, dieses Video konnte euch ein bisschen helfen. Eizocke, Ende.